ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Weihnachten liegt schon fast hinter uns. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein wundervolles Fest mit euren Liebsten. Und nach Weihnachten kommt ja bekanntlich direkt die nächste große Party, und zwar Silvester. Ich habe wieder, wie letztes Jahr, zusammen mit Cricut Silvester-Ideen für euch vorbereitet. Die könnt ihr ganz easy mit dem Maker, mit dem Joy oder mit dem Maker 3 von Cricut umsetzen. Und sie sind wirklich gerade so für kleinere Bastelarbeiten zwischen den Jahren perfekt geeignet. Ich hoffe daher, euch werden die Ideen gefallen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Als erstes machen wir etwas aus dem Glitzer- und Metallic-Papier von Cricut sowie den Stiften und auch noch einer Streichholzschachtel. Wir wollen nämlich eine Glück-to-go-Schachtel machen, dafür habe ich schon das Etikett, außerdem die Ummantelung sowie die vielen verschiedenen Kleeblätter vorbereitet. Die Kleeblätter findet ihr unter Bilder im Cricut Design Space. Also nun auf Herstellen klicken und als erstes kümmern wir uns um das Etikett. Dafür habe ich ein Stück weißes Papier auf meine Schneidematte gelegt und dann auch die verschiedenen Stifte in den Cricut Maker eingeklemmt. Denn es sind insgesamt 3 verschiedene Arten. Das heißt, ich musste immer, wenn der Maker mit dem jeweiligen Stift fertig war, diesen dann mit dem nächsten austauschen. Am Ende wurde das dann noch drumherum geschnitten und so war unser Etikett auch schon fertig. Als ich das von der Schneidematte entfernt habe, konnte ich danach mit so einem Metallic-Papier in Silber auch die Ummantelung für die Streichholzschachtel schneiden. Und natürlich brauchten wir auch ganz viele kleine Kleeblätter, das habe ich auf diesem grünen Glitzerpapier geschnitten. Als ich damit fertig war, konnte ich dann die einzelnen Elemente zusammenbauen. Hier seht ihr auch nochmal die vielen kleinen Kleeblätter. Und zwar wurde als erstes die Ummantelung um die Streichholzschachtel geklebt. Danach kam das Etikett dort drauf. Und in die Schachtel kamen die vielen kleinen Kleeblätter. Das könnt ihr natürlich gleich häufiger herstellen und so habt ihr kleine Mitbringsel für Silvester. Ist auf jeden Fall ein kleines und symbolisches Geschenk für das Neujahr. Für meine zweite Idee brauchen wir als erstes Tiefkühlblätterteig. Den habe ich so ausgerollt und anschließend in ungefähr 1 cm dicke Streifen geschnitten. Können auch 1,5 cm sein. Als nächstes habe ich mir vegetarische Würstchen genommen. Ihr könnt natürlich auch normale Würstchen nehmen und habe den Blätterteig so um das Würstchen gewickelt. Diese wurden anschließend mit Ei bestrichen, das ich vorher verquirlt habe, und etwas Sesam habe ich drüber gestreut. Dann kommt das in den Ofen und zwar ungefähr für 10 Minuten bei 180 Grad. Der Blätterteig ist dann aufgegangen und jetzt habe ich noch Kirschtomaten sowie in Dreiecke geschnittene Gurkenscheiben schon vorbereitet. Das Ganze wird nun wie folgt auf einen Spieß aufgefädelt. Zuerst kommen 2 halbierte Kirschtomaten drauf, danach das Würstchen, dann nochmal eine Hälfte der Tomate und zum Schluss das Dreieck der Gurke. Und so haben wir kleine Raketen. Könnt ihr natürlich auch mit Spießen machen, die so Lametta am Ende haben. Dann sieht es noch echter aus. Habe ich leider vorher nicht gefunden. Aber so schmeckt es auf jeden Fall auch richtig gut und ist ein richtig cooler Silvester-Snack. Jetzt machen wir etwas mit dem Folienplakatkarton. Und zwar wollte ich diese Partycracker machen. Die findet ihr im Cricut Design Space. Den Hintergrund habe ich hiervon entfernt, den habe ich nicht gebraucht. Ich wollte einfach nur den Cracker an sich ausschneiden und habe deswegen auf meine Schneidematte schon das Papier zurechtgelegt und dann den Cricut Maker seine Arbeit machen lassen. Das dauert ein bisschen länger, weil das eben sehr detailliert ist, was alles ausgeschnitten werden muss. Aber das Tolle ist, sonst müsst ihr gar nichts machen. Und so könnt ihr natürlich auch sofort ein paar mehr von diesen Crackern direkt plotten. Nur noch von der Schneidematte entfernen. Und der Vorteil ist, dass hier diese ganzen kleinen Details auf der Matte bleiben. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch richtig falten. Das macht ihr wie folgt.
einmal an dieser Linie nach innen falten, dann das in der Mitte nach außen und dann wieder das obere nach innen, sodass es wie so eine Ziehharmonika sozusagen so zusammengeht. Und das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch. Als nächstes müsst ihr das nur noch zusammenrollen, an den jeweiligen Enden zusammenstecken. Ich habe es zusätzlich auch noch mit ein bisschen Klebeband fixiert. Anschließend kommen die Süßigkeiten rein und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr es an den Seiten dann noch mit etwas Geschenkband einfach umwickeln und zuschnüren. Und so sind eure Partycracker auch ganz schnell fertig gemacht. Wie gesagt, einfach nur im Design Space das passende Projekt raussuchen und schon seid ihr damit fertig. Für diese Idee brauchen wir geschmolzene Schokolade, außerdem Tiefkühlwindbeutel und diese müssen wir wie folgt auf einem Teller zurechtlegen. Wir wollen nämlich eine kleine Pyramide daraus machen und deswegen habe ich die Windbeutel nach und nach in die Schokolade getunkt und anschließend dann zusammengeklebt. Die Schokolade fungiert hier also als natürlicher Kleber und so konnte ich dann Schritt für Schritt bzw. Ebene für Ebene weiter hochgehen, so lange bis sich dann oben das zu einer Spitze verbunden hat. Das heißt, meine Kreise, die ich hier gebildet habe, wurden immer kleiner und am Ende war dann nur noch einer, der nach ganz oben kam. Danach habe ich noch ein bisschen mehr Schokolade geschmolzen und diese dann über meine ganze Pyramide gegeben, denn ich wollte jetzt noch mit Streuseln das Ganze etwas verzieren. Genaue Angaben, was ihr dafür braucht, findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Zum Schluss kamen dann nur noch die 2022 Wunderkerzen rein und schon habt ihr einen richtig leckeren Silvestersnack. Als letzte Idee habe ich nochmal das Glitzerpapier von Cricut genommen und dieses Mal dieses Projekt ausprobiert. Auch das ist unten in der Infobox verlinkt, weil ich diese kleinen Schleifen so unglaublich süß fand. Dafür müsst ihr einfach nur im Design Space das Ganze aufrufen und auf Herstellen klicken und auch ich habe die gleichen Farben genommen, das heißt zuerst schwarzen Glitzer, Cardstock und danach goldenen. Und habe die nacheinander einfach ausgeschnitten. Aus dem Projekt werden automatisch 3 Schleifen gemacht, aber wenn ihr mehr wollt, müsst ihr das natürlich häufiger wiederholen oder es euch gleich im Design Space anpassen. Danach habe ich die verschiedenen Elemente mir schon mal zurechtgelegt und ich zeige euch hier einmal die goldene Schleife und einmal die schwarze Schleife. Und zwar legt ihr die jeweils andere Farbe vom kleineren Teil auf das größere Teil der Schleife. Das gleiche macht ihr bei dem kleinen Element, das am Ende in die Mitte kommt. Danach werden die großen Schleifenelemente so nach hinten geformt und dort erstmal zusammengeklebt und in die Mitte kommt dann das kleinere Teil, das so aufgeklebt wird. Zum Schluss könnt ihr zum Beispiel mit einem Stück Knete oder so einem anderen etwas festerem Material das Ganze dann einfach an euren Hals des Sektglases oder des anderen Glases ankleben und so seid ihr dann auch mit diesem Projekt ganz schnell fertig. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten findet ihr alle weiteren Infos zu Cricut, den Produkten und natürlich auch den Materialien, die ich für meine DIYs genutzt habe, hier unten in der Infobox. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!